Hallöchen, meine Freunde, damit wieder herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wop, in der Vergangenheit, genau, mit dem Tino. Hi Leute, hast du noch Holz? Ich hab gar nichts. Du hast gar nichts, okay. Nice. Moment, wir hatten ja das kleine Problem. Wir sind jetzt wieder auf. Also mit diesem Typen aus dem Neta, der ja einfach mal. Ja, One-Hit gemacht hat. Das Coole ist, er ist wieder weg. Ja. Warum auch immer. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Wollen wir nicht zu wissen. Aber. Nichts, Alter. Da Holzklatschen gehen müssen die Neandertaler. Detected, nee, warte, ich geb dir was. Detected. Erst gut. Ab dort hier drüben ist nicht mehr detected. Protected, meinst du? Meine ich doch. Komm mal her. So, pass auf, warte. Gut. Das mal wieder ein bisschen was, oder? Hier kriegst du einen Bogen. So, komm, dann lass mal wieder hochgehen. Das ist natürlich jetzt echt doof. Und so heute sieht er aus. Einfach mal den Baum geklatscht. Zu geil. So, hüpf, hüpf, hüpf. Vielleicht hätten wir von außen einfach eine Leiter dran bauen sollen. Aber ich weiß, was dann passiert wäre. Wir wären dann schon zehnmal gestorben, weil wir einfach noch runterklatschen. Hätten wir so Zwischenetagen einbauen müssen. Oh, wie ich das einfach hasse, dass man hier immer jedes einzeln klicken muss. Dieses Fast Craft nicht mehr drauf ist. So, schau jetzt hier mal den Stuff rein, den wir nicht mitnehmen brauchen. Das nehmen wir noch mit. Okay. Lass mal noch einen Versuch machen mit Neta. Ich weiß zwar nicht, ob es gut geht. Ich gehe erstmal durch. Ich bin jetzt. Ich mach's jetzt einfach mal. Check mal die Lage. Rat mal, wer da war. Ich weiß nicht. Ein Creeper. Hat eine Gelumpe, Alter. Das hat es richtig aus dem Portal rausgehauen. Das liegt alles hier. Ehrlich? Ja. Ich höre nur singen und. Hau mal alles in die Kiste hier oben rein, was da drin war. Ja, das ist leider mit dem Fackeln des Ähnchen, was getroppt ist. Ach hier, Bämme. Tja. Der steht wohl direkt vor dem, vorm Eingang? Der steht direkt vorm Eingang. Oh. Kotzt das an. Ja, jetzt kann ich ja Gegenwart nicht mehr aufnehmen. Ist wohl wahr. In der Vergangenheit. Ah, geil. Ich weiß nicht, wie es ist, ob du was in meine Kiste tun kannst. Oh, Versuch macht klug, ne? Geh erstmal vom Server, pass auf. Oder warte, nee, ich mach das anders. Ich bleib mal auf dem Server. Mach nichts mehr, gar nichts mehr. Ich werde nur hier rumhüpfen, werde einfach mir was zu essen kurz nehmen. Und das war's. Und du, ich sag dir jetzt, was du in die Kisten tust hier. Verteil das einfach mal auf die Kisten. Scheiß drauf. Oder das mal Dach, ne? Jo. Pass auf, hier oben aus der Kiste. Ja. Nimmst du raus, warte. Das Eisen. Ich mein, die erschwert im Nether, ich raste aus. Egal, nimmst du raus. Außer das Eisenschwert und, warte.
Ganz kurz, müssen wir mal kurz was schauen. Okay. Nimmer. Alles raus. Was jetzt oben ist, das unten nicht. So ein Bullshit, ey. Ohne Mist. Das ist sowas so. Ach, Hirn verbrannt. Echt Hirn verbrannt. Ja, verteilt halt mal auf die Kisten irgendwie. Weil ich brauche halt irgendwie Erinnerungen. Ich habe ja null. Das ist das Problem. Dann. Wenn du das hast. Hast du? Ja. Dann nimm mal hier aus der Kiste. Und zwar unten rechts. Nimmst du mal raus. Die Eier kannst du rausnehmen. Mhm. 6 Flint. Mhm. Eigentlich, wenn du Rechtsklick drauf machst, kriegst du direkt 6 Flint. 6? Achso, du wolltest nur 6 Flint. Nur 6 Flint rausnehmen. Mach einfach Rechtsklick drauf. Ich hab doch jetzt... Achso, meinst du das? Nein! Ja. Hm. Genau. Dann die Herzen. Mhm. Muskeln, die sind runter. Links daneben die Lungen. Mhm. Dann nimmst du noch die Knochen, die 40. Mhm. 8 Federn. Mhm. Mhm, mh, 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 mh. Das Rottenfleisch komplett. Warte mal kurz. Ich muss noch mal rein. Gucken, was man da draus machen kann. Nichts komplett rausnehmen. Oh, cool. Die Inksex, 8 Stück. Mhm. So. Dann nimmst du noch raus. Die 10. Ja. War's. Und das geht jetzt eigentlich alles so auf, dass bei jedem die Hälfte von jedem Stuff halt die Hälfte bei jedem in die Kiste rein tun kannst. 11 durch 2? Von was hast du 11? 11 insgesamt Gegenstände. Oder meinst Nein, du, von jedem halt Gegenstand die Hälfte. In deine, in meine. Das sollte ja ausgehen, oder? Du sollte ausgehen, ja. Brauchst immer die Hälfte bei jedem jeweils rein. Können wir 5 hinausnehmen, das war man. Warte mal kurz. Was ein Diamant sieht. Okay, dann
behalten wir das mal. Gucken wir mal, ob man dann Diamant-Seed machen können. Das wäre ja zu krass. Kommen wir hier in die Kiste. Das, was unten rechts ist, kannst du komplett rausnehmen. Und tust auch bei jedem halt immer Hälfte, Hälfte machen. Ja, unser Staff. Ja, wird schon den Punkt bringen. Bin gespannt, ob wir darum kriegen. Einfach, wenn du es in der Mitte durchmachst, kann er nicht durch. So kann er, weißt du? Oder so. Oh Gott. Ja, Leute. Oh Mann. Scheiße. Und nun, ne? Sind wir am Arsch hier. Oh nö. Ja. Müsste eigentlich ausgehen. Naja, mal gucken, wie viele Erinnerungen man kriegt. Ich weiß es nicht. Oh, so ein Typ, so ein krasser. Das Problem ist, wir kommen ja überhaupt nicht in den Nether an dem Typen da vorbei. Der macht so viel Damage. Ja, das ist halt ein Endboss. Das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Ich brauche nicht mal zum Portal gehen. Ich bin sowieso in der Gegenwart in der nächsten Folge. Right. Hoffentlich kriege ich Erinnerung. So, na gut, aber ich werde wahrscheinlich, ich werde meine Folge beenden, weil ich kann nichts mehr machen, gar nichts mehr. Es ist das Problem, wenn man einmal in der Gegenwart stirbt, darf man für die laufende Woche bis Sonntag quasi nicht mehr aufnehmen. In der Gegenwart und ja, das ist eben das aktuelle Problem an der Sache. Deswegen hoffe ich mal, dass es mit den Kisten klar geht. Das Randy hat das ja jetzt in die beiden Kisten rein, dass, ja, dass ich da noch wenigstens ein paar Erinnerungen bekomme. Ich weiß es nicht. Und ja, in diesem Sinne bin ich aber erstmal raus. Randy macht hier noch ein bisschen weiter. Da könnt ihr natürlich schauen. Alles unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall bei Randy vorbei und euch den restlichen Part an und lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Wenn du mir noch eine Uhrzeit sagst. Das waren 12. Okay. Warte, ich sag dir, wenn. Ach Manu, warum verreck ich immer? Das ist also richtig geil, du gehst rein, zang, boom. Und das Gelumpe, also dein Zeug fliegt einfach wieder rückwärts raus. Geil, oder? Hat man nicht jeden Tag. Nee. Reingegangen und gleich rückwärts wieder rausgetreten aus der Tür, Junge. Du nicht! Hat es ja genau davor kennt. Ey, der Kunde macht so ein Damage. Da reicht dem Fall aus, ja. Der ist OP. Also, ich wüsste, also du brauchst ja wahrscheinlich den übelsten Zauber-Stuff, um überhaupt gegen den anzukommen. Ich habe keine Ahnung, also. Krass. Ich stelle mir das eigentlich gerade aus deiner Sichtweise vor. Ja, sah auf jeden Fall gut aus. Ah, nee. So ein Mist. So, war der Strack das. Was machst du noch Schönes? Erzähl ruhig was. So. Moment, so. Ich habe jetzt noch 3 Warnschilder aufgestellt. Falls der Herr, der ja die Kisten kontrolliert, nicht mal auf die dumme Idee kommt, einfach mal durchzugehen.
Ja, gut, im OP. Ja, gut, dann natürlich. Ich habe dort hingeschrieben: Lebensgefahr, Lebensgefahr, nicht betreten, sofortiger Tod. Kann ja auch sein, dass irgendein anderer mal vorbeikommt und denkt: Ach, die haben mir was Cooles, ach, die haben ein Netherportal, gehen wir mal durchspringen. Hm. Das kann natürlich auch sein, ansonsten werde ich jetzt nichts machen, weil es ist schon Abend, aber ich habe uns jetzt, weil ich Holz gebraucht habe, einfach mal hier ein paar Fensterreihe gekachelt. Sieht auch ganz gut aus. Not macht erfinderisch. Ja, sehe ich auch so. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, ich könnte da noch hier allgemein Stuff neu lesen. Hm. Nö, ansonsten nicht so. Und da haben wir ja die 5 Minuten jetzt auch erreicht, dann würde ich sagen, mach ich auch Feierabend, wenn du ohne Tina ist alles doof. Und in dem Sinne, dann ja beim nächsten Mal, dann denke ich mal wieder auf der anderen Seite, je nachdem. Bis ja. Montag. Tschüss. Tschüss.